In Vorbereitung auf Bobbys Predigt lesen wir heute aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 32. Hören Sie das Wort Gottes. Mitten in der Nacht stand Jakob auf und überquerte den Fluss Jabbok an einer seichten Stelle, zusammen mit seinen beiden Frauen, den beiden Mägden und den 11 Kindern. Auch seinen Besitz brachte er auf die andere Seite. Nur er allein blieb noch zurück. Plötzlich stellte sich ihm ein Mann entgegen und kämpfte mit ihm bis zum Morgengrauen. Als der Mann merkte, dass er Jakob nicht besiegen konnte, gab er ihm einen so harten Schlag auf das Hüftgelenk, dass es ausgerenkt wurde. Dann bat er: "Lass mich los, der Morgen dämmert schon." Aber Jakob erwiderte: "Ich lasse dich nicht eher los, bis du mich gesegnet hast." "Wie heißt du?" fragte der Mann. Als Jakob seinen Namen nannte, sagte der Mann: "Von jetzt an sollst du nicht mehr Jakob heißen. Du hast schon mit Gott und mit Menschen gekämpft und immer gesiegt. Darum heißt du von jetzt an Israel, Gotteskämpfer." "Wie ist denn dein Name?" fragte Jakob zurück. "Warum willst du das wissen?" entgegnete der Mann nur. Dann segnete er ihn. "Ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und trotzdem lebe ich noch", rief Jakob aus. Darum nannte er den Ort Phnuel, Gesicht Gottes. Die Sonne ging gerade auf, als Jakob weiterzog. Er hinkte, weil seine Hüfte ausgerenkt war. Dies ist das Wort des Herrn.